Ein Thoraxchirurg operiert alle Organe im Brustkorb. Im Wesentlichen ist das natürlich der knöcherne Brustkorb, also die Rippen, das Brustbein, auch Tumore an den Knochen, aber eben auch die Lunge. Die Lunge selber kann durch Lungenkrebs erkrankt sein, den wir dann teilweise diagnostisch oder komplett therapeutisch entfernen. Es kann im Wesentlichen auch durchs Rauchen bedingt zu einem Lungenemphysem, einer Lungenüberblähung kommen, die wir auch manchmal operativ behandeln. Lungenkollaps, Trauma der Lunge und des Brustkorbs, Zwerchfellerkrankungen, all diese Erkrankungen operiert der Thoraxchirurg.